Hey ho und willkommen zurück zu Let's Play. Lass uns vom Schokobo absteigen, wenn ich den richtigen Knopf dafür finde. Yay! Und wir wollen heute durch die Höhle durch. Hallo, geh auf Seite. König Edgar, wohin des Wegs? Durch die Hölle, nach Figaro Süd. Reite zurück zur Burg und sag den anderen, wir sind in Sicherheit. Bitte seid vorsichtig. Lass uns doch den Schokobo da. Obwohl, es wäre zu gefährlich für ihn, durch die Wüste zu reiten ohne Schokobo. Okay, um mich auf die Wüste, auf die Höhle vorzubereiten, stecke ich alle in die hintere Gruppe. Und, glaube ich, sollte auch nochmal heilen. Magie. Quelle. Ich komme nur nicht über Quell weg. Meine Quelle. Meine Quelle. Ach, wo? Obwohl, arg, warum heile ich hier? Moment, ist das... Was ist das jetzt hier? Grafikfehler, diese... Kämpfe? Nein. Keine Ahnung. So, wir haben hier wir haben in ein Hornissennest gestochen. Oder so ähnlich. So, Magie. Feuerzeug auf alles. Lock ist hier für... Oh, ich weiß es gar nicht, von wem will ich denn stehlen? Von dir will ich stehlen. Und, oh mein Gott, Edgar ist ein... Oder Edgar ist ein Powerhouse zu Beginn dieses Spiels. Durch seine Spezialattacke. Ihr müsst mal gucken, was er zu reißen imstande ist. Nachdem Lock hier gerade mal... Oh, immerhin ein Tonic geklaut. Flitzebogen. Das Ding heißt im original englischen Crossbow. Und Crossbow ist nach meiner Auffassung nach ein wie nennt sich das? Eine Armbrust. Genau, eine Armbrust. Und warum übersetzt sie das mit Flitzebogen? Na gut, was beschwere ich mich? Ich meine, sie haben auch Muggles mit Moglis verwechselt. Oh. Hinterhalt. Oh, ich fürchte mich ja fürchterlich. Okay, ich werde diesen Kampf noch zeigen. Oh, da hat jemand... Mal gucken, was man von denen klauen kann. Vielleicht kann ich das ja noch mit einfügen. So, und okay. Allein er schon kriegt mit einem... Oh, oh mein Lieber. Gäbe es doch nur eine Möglichkeit, die Erfolgschance vom Stehlen etwas zu erhöhen. Verdammt! Okay, ich glaube, die nächste... Oh, sehr schön, ein Level up. G-Gift. G-Gift. Terralet G-Gift. Ist das irgendwie, um den G-Punkt zu vergiften oder was auch immer? Wenn man links hochgehen würde, käme man zu einem Schatz. Aber genauso wie im Startbereich, oder in der Startwelle, der wir durch Terra, oder mit der wir durch Terra hindurch marschiert sind, ist es... Kriecher? Ah, neuer Gegner, sehr gut. Ist es, was wollte ich jetzt genau sagen? Ich weiß es nicht mehr. Ist es besser, wenn man die Schatztruhen hier ein wenig warten lässt, weil sich der Inhalt in Zukunft verbessern wird? Oh, jetzt ist aber noch immer nur ein Tonic. Nun ja, es lohnt sich nicht mit Lock anzugreifen, weil die anderen beiden die Viecher mit ein paar wenigen Angriffen alle gleichzeitig umbringen. Sehr schön. Und wir kriegen Geld. Oh. Und das möchte ich jetzt vielleicht auch kurz ankündigen. Ah ja, hier muss ich glaube ich doch hoch. Kommen wir hier durch. Ich möchte dieses Spiel ein bisschen anders spielen, als es wohl die meisten anderen gespielt haben. Zumindest hoffe ich, dass ich es etwas anders spiele, als es die meisten anderen getan haben. Ganz einfach aus dem Grunde... Curse you, blöde Kämpfe. Aus dem Grunde, weil ich mich mehr auf die Spezialbefehle der einzelnen Charaktere kümmern möchte. Darf ich vorstellen, mein Lieblingslied aus diesem Spiel. Ich bleib einfach mal kurz stehen. Okay, genug stehen geblieben. Gehen wir weiter. Nach Figaro, Figaro, Figaro Süd. Oh, da haut jemand vor uns ab. Hat er uns mit der Polizei verwechselt? Werden wir es vielleicht noch rausfinden. Hallo, alter Mann, ich will mit dir reden. In unseren Läden gibt es exzellente Waffen, Rüstungen und Relikte. Willkommen in Figaro. Das ist wohl auch ungeschriebenes JRPG-Gesetz, oder? Irgendwo in jeder Folge muss irgendein Idiot rumlaufen, der nur dafür abgestellt worden ist, Hallo zu Fremden zu sagen. Rüstet euch mit diversen Relikten aus. Dieses hier verdoppelt meine Geschwindigkeit. Wahnsinnige Geschwindigkeit. Oh, das war ja wohl ziemlich peinlich. Moment, der ist schneller weggelaufen, als er gelaufen ist mit seinem Relikt. Klasse. Relikte erwecken ganz verschiedene Fähigkeiten. Zum Beispiel, Sprintschuhe verdoppeln euer Lauftempo. Wahre Held schützt andere im Kampf. Dragonerstüffel. Ist fast wie Strick auf der Tastatur. Ändern immer viel Kampf in Sprung. Mit dem Federhandschuh könnt ihr ein Schwert beidhändig führen. Vergebe dein Relikt über das Hauptmenü.
Ich mag die Muggels. Wie findet ihr, wie sind die Muggels im Verlauf der Final Fantasy Geschichte geworden? Ich meine jetzt, ja, Muggels. Auch wenn, wer war es mit Paragon Zero? Ich weiß nicht mehr genau, wer es war, aber ich will ja eigentlich nur Sprintschuhe. Jawoll, ja. Irgendwie sind ja designmäßig seit dem 9. Teil, also nach dem 9. Teil, ziemlich anders geworden. Ich muss da gerade an den 12. Ja, das war der 12. An den 12. denken. Dann wird mal Terra mit den Sprintschuhen ausrüsten. Und jetzt turbomäßig hier durchpesen. So, im allerersten Video hatte mich irgendjemand gefragt. Was hatte er mich nochmal gefragt? Ich weiß es gar nicht mehr. Doch, ich weiß es. Welche Version ich hier spiele? SNES oder GBA? Ganz einfach, ich spiele SNES. Hallo. Ist wirklich der Krieg ausgebrochen? Oh je. Ja, man merkt ja noch nicht viel davon, aber es kommt. Man hört, es kommt und dann kommt es auch. Phönixfeder erhalten, ja. Der Schatz ändert sich später, glaube ich, nur in eine Phönixfeder. Hier hinten gibt es einen Geheimgang. Aber da gehen wir mal rein. Oh, was haben wir gelernt von Uhren? Es sind Elixiere manchmal drin. Ja, manchmal. Ich könnte jetzt, wenn ich an diesem Pötten vorbeikomme, hier runtergehen durch einen anderen Geheimgang. Aber da kann ich noch nicht viel machen. Und deswegen behalten wir das hier einfach mal im Hinterkopf für später. Nur ein ganz kleiner Hinweis. Zwinker, zwinker. Warum spiele ich die SNES-Version statt der GBA-Version? Im Prinzip aus, ja, zwei Gründen. Ich weiß gar nicht, wie viele Gründe waren es doch gleich. Hallo. Greif von Osten an. So. Was glaubt ihr, was ihr da tut? Sich hier einzuschleichen, während ich einen Brief schreibe. Grrr. Oh, Entschuldigung. Auch ein Millionär erschrickt. Was ist das für eine Logik? Hier, hast du Putzwasser gesoffen? Nein. Aber, da war bestimmt was in der Flasche drin. Durch diesen Raum geht immer ein kalter Luftzug. Woher kommt der bloß? Das ist der sabbernde Hauch deines Verehrers da hinten? Keine Ahnung. Hier gibt's einen Geheimgang, den wir uns auch für später merken können. Oh mein Gott, hier ist eine versteckte Bibliothek und ein versteckter Geheimgang mit geheimen Schatztruhen. Hypergelenk erhalten. Was ist ein Hypergelenk? Kann man das um 360 Grad umknicken? Keine Ahnung. Und Laufschuhe erhalten. Laufschuhe sind nicht das gleiche wie Sprintschuhe. Laufschuhe, im Gegensatz zu Sprintschuhen, haben Auto-Haste, anstatt schneller rumlaufen zu können. So, hier ist nichts. Noch mehr Putzeimer. Frag mich, ob der General hier wohnt. Der General Frühlingsfrisch. Ich könnte mal speichern. Ja, das könnte ich tun. Ah ja, jetzt muss ich hier ins Safe-Menü gehen. Bing, bong. Ja, wo ich gerade hier drin bin, rüste ich mit Relikten aus, den Edgar mit Hypergelenk, der die Stärke unwahrscheinlich erhöht. Ich ist mir zu viel zum Rechnen gerade, also ich habe Feierabend, ich muss nicht mehr rechnen. So, und du bekommst die Laufschuhe. Die Laufschuhe bekommt der Lock, einfach weil ich damit öfter klauen kann. So, und was haben wir hier? Wir haben noch mehr Uhren. Hier ist nichts. In der Uhr ist eine Truhe mit 500 GS. Die hätten das S weglassen sollen. Das sind Gil und keine Goldstücke oder groß Sachen. Oder was man sonst noch dazu sagen könnte. Generalistische Schlüssel. Keine Ahnung. Generalschlüssel. 1500 und nichts. Leer. Nada. Niente. Da war es wohl. Da waren sie wohl zu faul, um zur letzten Truhe zu gehen, die ganz weit weg ist. So. Ich denke, ich mache hier einen kleinen Schnitt, dass ich euch wieder außerhalb des Hauses treffe. Und dann sehen wir uns da wieder. Bis gleich. Ah nein, ich könnte noch irgendwas sagen. Weswegen ich die SNES-Version, der GBA-Version für dieses Let's Play vorziehe, ist der größte Grund die Soundqualität. Das ist, glaube ich, auch der einzige Grund. Ich meine, die GBA-Fassung, Moment, jetzt könnte ich noch, falls hier irgendwie jemand wohnt, könnte ich noch mit dem reden. Ich rede ja normalerweise immer mit allen Leuten in der Stadt. Klang, 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 Magitek-Rüstung! Hallo Mädchen. Hallo, hör auf, wer wirkt's noch? Mein Papa ist sehr wichtig. Vor kurzem hat er mit General Leo zum Mittag gegessen. Oh, das habe ich nur erfunden. Wann könnten NPCs mal wichtige mir nicht den Weg versperren? Mein Gott, manchmal wünsche ich hier, ich könnte sie wegschlagen, wie ich es bei Zeichen in Setsu gemacht habe. Zumindest machen konnte, wenn ich die Lust drauf hatte. Ja. Wichtige Informationen. Okay, jetzt bräuchte ich auch nicht mal zurückzuschneiden, rauszuschneiden. Egal. Zählt meine Uhr auch noch. So. Noch einen anderen Schatz, den ich hier holen möchte, befindet sich auf diesem Wehrgang. Oder auf diesem Wehrgang, besser gesagt. Dumm, die dumm, dumm. So, hier gab es irgendwie drei Fässer. Und hier unten gibt es einen Warpstein. Ausgezeichnet. Ja, was macht der Warpstein? Ich weiß es gerade selber nicht. Ich hätte es mal rausfinden sollen. Ausfinden. Berg Kolz ist östlich von hier. Ein Kolz für alle Fälle.
Na, für alle Fälle ein Berg. So, hier gibt's Ginny und die Wunderlampe oder sowas. Nein, es ist, glaube ich, ein Itemladen. Gibt's hier was drin? Nein, natürlich nicht. Warum nicht? So, kaufen, bla 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 bla. Zelte sind zu teuer. Für die, zumindest für diesen Zeitpunkt im Spiel. Aber, dank der ordentlichen Schätze, die wir gefunden haben, das kann ich hier machen. Erstmal mit dir reden. Das Haus im nördlichen Teil der Stadt gehört dem reichsten Bürger. Ja, McDonald's Burger. Diese Stadt wird sich verteidigen. Auch mit ihren Magitek-Rüstungen werde sie es schwer haben. Ja, er ist martialisch veranlagt. Duncan. Achso, das ist eine Frau. Duncan, mein Mann, ist ein weltberühmter Kampfsportmeister und Highlander! Es kann nur einen geben. Mit seinen Schülern meditiert und trainiert er auf Berg Colts. Das ist ein Colts für alle Meditationsunfälle oder so. Hier gibt's einen Speicherpunkt, der uns überhaupt nicht wichtig ist und ein Foreshadowing-Gebiet aufzeigt. Ja. Ich frage mich hier gerade, was ihr von diesem Video haltet, weil ich hier eigentlich nicht viel mehr mache, als durch eine Stadt mit Bürgern zu reden. Das ist doch eigentlich für euch langweilig oder etwa nicht, oder doch? Oder wie soll ich das hier verstehen? Hallo, Kind! Mein Großvater da diente dem reichsten Bürger der Stadt. Diente? Ich mag keine Fremden. Eine Flasche Schnaps und vielleicht rede ich. Okay, ich bin ein Fremder und du erzählst mir, obwohl du mich nicht magst, mich nicht nagst. Mada. Moment, hier war der. Moment, wo war das? Aha, ein Tonic. Ja. Tonics waren eigentlich ziemlich schlecht hier. Schlechter als normale Potions oder was, wie auch immer sie das hier übersetzt haben. Moment, ich suche hier gerade eigentlich einen. Moment. Ich weiß nicht, ob das ein Bug ist oder gewollt. Man kann auf jeden Fall hier rüber. Bindet mir jetzt wieder ein NPC oder? Nein, doch nicht. Verdammt, wo war hier der Waffenladen? Na gut, gehe ich halt erst durchs Café. Hier gibt's nämlich auch noch tolle Musik zu hören. Hallo, Priester? Duncan hat gelehrige Schüler. Oder gelehrt? Ach, egal. Der Typ an der Theke ist ein unheimlicher Kerl. Hä? Das Imperium verschlang eine Stadt nach der anderen. Wir sind nicht sicher. Da wäre ich mir nicht so sicher. Varigas nahm seinen Vater Duncan übel, dass er ihn streng nach den Gesetzen des Kampfes erzogen hat. Er hätte ihn Naruto nennen sollen oder so ähnlich. Was macht ein Ninja? An der Theke! Mann, er muss doch die ganze Zeit sein Ding aus dem Gesicht ziehen, damit er trinken kann, oder wie soll das gehen? Na gut. Nam nam nam. Na, du könntest mir wenigstens antworten! Geh weg. Er kommt mir irgendwie bekannt vor. Warte mal. Wenn ich mir seinen Hintern so ansehe, sieht er aus wie ein Ninja! Er ist niemandem verpflichtet und für Geld tut er alles. Er kommt und geht wie der Wind. Shadow! The Shadow! Das ist Shadow. Für die Grosche tötet er seine eigene Mutter. Ich habe ihm 1 Euro bezahlt und er hat seinen Vater gleich mit abgemurkst. Dann lassen wir ihn wohl lieber. Ja, wir müssen ja nicht bezahlen, dass er uns umbringt, oder whatever. So, ich war, glaube ich, in die Treppe noch nicht runter, oder? Gibt's hier irgendwas? Ding, nein. Oh, hallo, du siehst komisch aus. Aus dem Weg, der Schnaps muss zu dem alten Mann gebracht werden. Mein Job, hau ab! Warum stehst du da die ganze Zeit und wartest drauf, dass ich dich anlabere, dass du das Zeug wegbringst? Aber das merken wir uns mal für später. Dass der Schnaps zum alten Mann und ja... Alte Männer wollen entweder nur Unterhosen, nein, Büstenhalter oder Schnaps. Oh, da schläft jemand. Hallo, ich bin Edgar und mir ist das Geschlecht egal. Das Imperium griff Burg Figaro an. Figaro, jetzt werden wir alle kämpfen müssen. Der schläft im Bett und der lässt einfach so mit sich reden. Keine Ahnung, wenn mich jemand im Bett ansprechen würde, irgendwie was Fremdes, würde ich ihn rausschmeißen, aber hochkant. Jawohl. Som-di-dom-dom-dom. Okay, das war jetzt eigentlich schon fast alles, was wir in Figaro Süd erledigen können. Wenn ich jetzt endlich mal diese blöden Waffengeschäfte finde. Wo sind die? Wo haben die die hingepackt? Ja, die verstecken sich vor mir. Ich weiß gerade echt nicht zum Verrecken, wo die sind. Oder muss ich hier einfach nur hoch? Argen das. Nein, hier bin ich schon wieder da. Mein Gott, das kann... Ach, da unten. Oh mein Gott, ich bin da, glaube ich, immer noch vorbeigelaufen und es gemerkt habe. Und jetzt bin ich hier total an der Nase rumgeführt worden und denke, meine Zuschauer denken, oh mein Gott, der kann ja irgendwie gar nichts mehr hier. Alle Schätze noch finden und dann trotzdem hier noch absäuseln. Riemenschild? Ach so, schwerer Schild, das war's. Oh, 2 Stück davon. Nein. 3 Federüte. Ah ja. Lieber, wie heißt du noch gleich? Gedöns.
Ah, hier, du. Verdammt, mir fällt der Name nicht ein von meinem Zuschauer. Mithrilblatt? Whatever, Adelsdolch. Ja, nehmen wir einen davon und einen davon. Und der Rest ist zu schlecht für mich. Gut. Nein, ich beziehe mich auf dich im nächsten Video. Wenn wir eventuell was mehr über Sabin herausfinden, tun wir das, erfahren wir es beim nächsten Mal von Let's Play Final Fantasy VI. Final Master 13, wünsche noch einen schönen Abend. Eine kurze Information noch für meine neueren Zuschauer, die es vielleicht noch nicht so ganz mitgekriegt haben. Und zwar freitags und samstags ist generell ein freier Tag für mich, was YouTube angeht. Und da lade ich nichts hoch. Tales of Symphonia und das, was ich so als Heiken in Setsu freitags und samstags nachgereicht habe, war halt nachreichen. Beziehungsweise mit Tales of Symphonia wollte ich durch sein. Oder bald durch sein. So viel dazu. Bis Sonntag. Ciao.